Herzlich willkommen hier bei uns im schönen Neumarkt in der Oberpfalz. Mein Name ist Katrin Tischner und ich bin Teil der Gästeführung. Ich befinde mich gerade hier am Rathaus im Zentrum unserer schönen Altstadt, umgeben von zahlreichen Sehenswürdigkeiten, bunten Bürgerhäusern und modernen Kunstwerken lädt die Stadt zum Einkaufen, verweilen in entspannter Atmosphäre und schlemmen und genießen in zahlreichen Gaststätten und Biergärten ein. Entstanden ist die Stadt im 12. Jahrhundert als neuer Markt an einer der wichtigsten Fernhandelsverbindungen zwischen Nürnberg und Regensburg. Im 15. und 16. Jahrhundert erlebte das Städtchen unter den Pfalzgrafen seine große Blütezeit. Neumarkt wurde Residenzstadt und erstrahlte mit dem Bau des Pfalzgrafenschlosses, des Rathauses, des Reitstadels, der Hofkirche und des Münsters St. Johannes in höfischem Glanze. Neumarkt ist unglaublich vielseitig, was man auf den ersten Blick gar nicht vermuten möchte. So finden Sie hier bei uns das weltweit einzigartige Museum für historische Maybach-Fahrzeuge. Im Museum Lothar Fischer können Kunstliebhaber, wechselnde Ausstellungen sowie die Architektur des Tageslichtmuseums bestaunen. Lauschen Sie der Musik im historischen Konzertsaal des Reitstadels. Dieser ist überregional für seine hervorragende Akustik bekannt und wird für hochkarätige Musikaufnahmen genutzt. Rund um die Stadt können Sie Ihre Seele in der Natur baumeln lassen. Genießen Sie die Aussicht über ganz Neumarkt auf dem Maria-Hilf-Berg mit seiner barocken Wallfahrtskirche. Mit Sicht auf die Burgruine Wolfstein. Der nahe Landesgartenschaupark, der ausgezeichnete Rundwanderweg Zeugenbergrunde, das idyllische Lengenbachtal sowie der historische Ludwigskanal sind Ausgangspunkt vieler überregionaler Rad- und Wanderwege. Neugierig geworden? Entdecken Sie die Stadt bei einer unserer Führungen. Wir, die Gästeführer Neumarkts, laden Sie herzlich dazu ein.